Hallihallo und herzlich willkommen zum Montags-Nachmittags-Stream. Ja. Wir sind weiterhin oder wieder auf der Ranch. Wenn erstmal Kühe gemolken. Damit wir Bark oder was auch immer Käse machen. Ja, genau. Habe ich die erste Kuh schon ein bisschen verärgert, weil ich zu oft dran gezogen habe. Sehr nachvollziehbar. Wie kannst du nur? Aber wir haben ja jetzt zwei Kühe, das ist gut. Keine Milch mehr, jetzt stehe ich wieder. Und die Schweine sind auch groß geworden. Ja. Ja, die. Da haben wir eine Sau und das ist wohl ein Kerl. Und du bist wohl auch ein Kerl und du bist noch eine Sau. Okay. Also dann haben wir zwei. Ja, ich habe ja beim letzten Mal noch zwei Schweine gekauft, ne? Achso, ja dann. Stimmt ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Schon wieder so lange her, ne? Ja. So, unsere zwei Hühner, also Hahn und Huhn, haben schon zwei Küken. Haben wir nicht auch diese Bude hier oben eingerichtet? Ja, ja. War doch schon zum Schlafen und so, oder nicht? Oder war das im... Nein, ich meine... Achso, ja, genau, hier. Oh, wir haben ja gar nichts mehr für in die Milch rein. Na, egal. Nehme ich die Kanne doch einfach mal mit hier. Ein Käse ist sogar schon fertig. Yay! Ein Käse. Ja, in der anderen Kanne ist dann halt erst... So, hast du die mitgenommen, die andere Kanne? Ja, zwei Eimer, die ich da rein... Da waren ja nur 14 drin. Ja. 14 Milch. Nee, das heißt, wir müssen noch mehr Kühe holen. Eine Kuh vielleicht noch. Ja, oder zwei. Oder zwei, dass wir vier haben. Ich denke mal, vier ist eine schöne Zahl. Sollen wir uns auf den Weg machen? Bären verkaufen? Mhm. Okay. Na, wir müssen ja noch ein bisschen Geld. Ja, wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen, ja. Was haben wir denn? $760. Das reicht sogar für eine Kuh. Würde für eine Kuh reichen, aber... Na gut, Silo habe ich ja gerade erst aufgefüllt, also können wir... Ja, dann gucken. Dann schauen wir erstmal, was wir an den Bären haben. Also werde ich mich mal... Du willst dich drum kümmern und ich soll an... Schon mal parat stehen. Ich stell mich hab mal einen an. Schon. Oh, ich habe zwei sogar gesehen. Okay. Das heißt, ich auf Verkauf. Juhu, Bären. Berries. Magst du auch mitkommen? Ja, warte mal, ich kann mal auf dich umstellen. Das ist vielleicht etwas interessanter. Oh ja. Denn die, haha, wir haben nämlich die, tierfreundliche Variante gefunden, die wir sie nicht mehr erschießen müssen. Bup. Bup. Cool. Wir verkaufen sie direkt an den Baumarkt. Und was die damit machen, das ist deren Problem. Das ist deren Problem. Wenn die da lebendig ankommen. Ach, die werden bestimmt als irgendwie Mitarbeiter ausgebildet oder sowas. Hat natürlich einen Vorteil, man hat weniger Kundenbeschwerden. Ja. Weil man so ein Bär meint so. Ja, das wären freundliche Bären. Ja, ja, mit Sicherheit. Die kriegen so ein Hütchen auf und ja. So, weiß ich, irgendwie einen. So eine.
Baumarktweste. Ach, guck mal da hinten. Stell mir das gerade vor, weil das ist so ein Bär, der dann so als Berater da steht. So, ja, wenn sie, also wenn sie wenig und eine kleine Grasfläche haben, dann reicht dieser kleine Rasenmäher. Wenn sie mehr haben, dann sollten sie vielleicht diesen großen nehmen. Der ist dann für 10 Hektar oder so. Ja. Ob ich noch auf der Seite, ob ich noch einen noch ein paar Baltenbär überzeugen kann, mitzukommen. Im Moment hast du nicht so richtig, also sind nicht so viele Bären da. Aber ich habe noch einen gesehen eigentlich. War da unten nicht eben einer? Kann mich auch irren. Da! Da ist doch da. Achso, du hast ja schon einen am, ja, am Hacken klicken. Aber du ich willst will jetzt noch jemand einen anderen mitnehmen. Das sind sogar Freunde. Zwei. Aber ich denke, die sind erstmal. Oh, hallo. So, ich glaube, der hängt im. Das wird, glaube ich, sehr interessant. Oh, ja. Ich will doch nur deine Bärenfreunde mitnehmen. Mann. Joggen mit den Bären. Hirsch, lass dich doch treffen. Für die Schüsse. Ja. Aha, so. Und jetzt? Ich glaube, die sind hinter mir her. Ja. Ich habe ja deren Fresschen getötet. Genau. Und den vierten hole ich mir auch noch. Ja, der sah aus, als würde er im der, Boden der, hängen. Da ist wahrscheinlich ein Sumpf oder so. Hup. 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 Noch einer? Nee, ne? Nee, okay. Ich denke mal, der vierte, der steckt da immer noch fest. Sehr aber schön. Den werde ich holen. Da sind auf jeden Fall Kühe drin. Ja, wir haben ja jetzt schon 1200, also. Da wäre noch eine oder zwei Kühe dann möglich. Er war hier hinten irgendwo. Und den Hirsch müssen wir dann natürlich auch eintöten. Ja, das können wir ja dann machen auf dem Rückweg, so. Wenn du ungefähr weißt, wo du ihn. Wobei, so weit kann das ja nicht weg gewesen sein. Das ist, muss ja da so, drüber. Ah, ich seh ihn von hier aus. Vom. Wie steckst du denn da fest? Ja. Du schaffst das. Soll ich mal kommen und dann. Ja, das war vielleicht ein bisschen nah. Warte, soll ich dir den Baum fällen? Ich glaube, der hängt auch nicht an dem Baum, sondern irgendwie an dem Felsen. Ich versuche doch nur ein bisschen mehr Platz, weil dann kann er sich vielleicht noch rausbuggen. Warte, ja, mal, ich guck ja, mal, wo ja, du ja. bist. Und dann guck ich mal. Warte mal, kann ich mit. Ich glaube, der haut dich dann. Ich will dir doch nur helfen, dass du da rauskommst. Moment, jetzt muss ich gucken. Ich weiß nicht, wie der das geschafft hat. Ja, bei mir ist der auch. Ne, der. Ich glaube, der ist irgendwie. Sollen wir ihn einfach so da lassen und dann mal gucken, ob er mal am nächsten. Hoffen, vielleicht wird er ja resettet. Ja. So, wenn wir speichern oder sowas, dass der dann resettet. Also respawned oder was ja, auch immer. Ja, irgendwie, dass er. Okay, also. Dann gehe ich nochmal gucken, ob hier in der Umgebung noch ein Bär unterwegs ist. Er hat sich bestimmt jetzt schon
Irgendwie für einen Winterschlaf. Irgendwie einen Dings. Einen Bau gebaut. Kommt aber allein aus diesem Loch nicht mehr raus. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Ja. Und wenn er halt gar nicht, dann müssen wir halt gucken. Dann wird man ihn halt erlegen und dann verkauft man dann halt das als Fleisch oder so. Sehe ich nicht mehr. Du sagst mir, wenn du ein Bär bringst, nicht, dass ich dann nicht da bin. Gemein. Hey, der Dings hat sich aus dem Staub gemacht, der eine. Dann tüte ich vielleicht den anderen Hirsch mal ein. Den sehe ich da gerade so schön da rumliegen. Ja, aber das waren doch schon mal 5 Bären wieder. Und es wäre auch ein. Ah, was mache ich denn? Wäre es auch ein Sechster geworden, wenn der nicht irgendwie Boden hängen würde. Wo habe ich denn Wo jetzt? der hat er zurück, 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 zurück. Da rennt sie davon. Oder fährt sie davon hier? Das ist ja unglaublich. Wie zurück? Ah ja, bleibt da, stopp! Stopp, ich Ach, komme da doch! also. Ich komme. Doch da! Da! Kann ich auch wieder auf mich wechseln. So. Ja. Sowas gesehen. Ah ja, doch, ich sehe es auch. Gut. Noch ein? Ja. Cool. Auch nur mit 2 Schuss. Scharfschütze. Ja, total. Ah, da oben. Können wir noch mal, ob wir noch mehr. Wir müssen tanken. Oh, wir müssen tanken. Wo ist denn die Tankstelle? Die hier in Ja, der wenn du da jetzt weiterfährst, dann kommen wir zur Tankstelle. Im Nebel. Tankstellen im Nebel. Da war ein Fels. Aber ja, nichts passiert. Ich hoffe, dir macht das Bitte. nichts, wenn die Leitung durch dich durchgeht. Bitte. Doch hinter. Ja, das ist unterm Sitz, das passt schon, das ist kein Problem. So können wir jetzt weiterfahren. Aber eben war wirklich. War halt an der Grenze. Nicht, dass der dann irgendwo stehen bleibt und. Und wir haben keinen Tank dabei, ne? Ja. Also den man Also schnell mal kein zur. Kanister, ja. Ja.
Willst du gleich noch eine Kuh kaufen gehen? Oder erst Erst gucken. verkaufen. Ja, das zum Also auch einen gucken, und. was der Laden haben möchte. Was will er denn haben? Nix. Rinderfrikadelle, Käse, Weißschimmel, Rinderwurst. Okay, also nichts von dem, was wir haben. Weiß nicht, ob das ein Weißschimmel ist, den wir da zu Hause. Nachgucken. Weil ich weiß, dass ich Weißschimmel. Wo fahre ich denn, ne? Ja, Wow. gut gerettet. Also du willst die Kuh dann wieder zu Fuß? Haben jetzt eine braune, eine weiße, Bräuchten wir jetzt dann eine gefleckte, gefleckte, oder? ja. Oder haben wir eine gefleckte? Nee, ne? So, dann steige ich aus und Warte mal. oder soll ich noch irgendwie, kaufst du noch irgendwas ein, was ich dann mitnehmen soll? Außer der Also, wir Kuh. können eine Kuh kaufen, ne? Ja. Was haben wir denn? Wir haben nur den Fleischwolf, habe ich gekauft. Kann das sein? Das weiß ich Dann nicht. müssen wir da halt mal. Soll ich schnell nach Hause fahren und gucken? Ja, war. Ja, okay, ja. Ja, ich komme ja dann wieder, um die Sachen dann einzusammeln. Ah, bin gleich Einfahrt. Muss man immer auspassen, das sind nämlich Steine. So, schnell gucken. Also, wir haben sowohl den automatischen Häcksler als auch die Ah ja, Wurstmaschine. okay, gut. Also passt. Und warte mal. Wir haben. Oh, was ist Das das? ist normaler Käse, Das ist einfach weil nur wir Käse. nichts Aber hatten. das da sind drei Dann Weißschimmel. müssen wir die noch wegbringen. Die doch mal mit. Achso. Ich keine Kiste. Und den einen Blauschimmel kannst du auch mitnehmen. So, Und den schnell. normalen Käse. Und dann ist wahrscheinlich nichts drin. Den habe ich erst frisch Ja, die sind. gemacht. Achso. Die sind. Nein, ich wollte wissen, ob in den anderen Schränken was drin ist, aber die sind leer. Kiste holen. Und dann fährst du einfach bei dem Laden nochmal vorbei, bevor Genau. du. Oh Mann, bald sind Pferde da. Ne. Wurde ein bisschen weit genommen. Das heißt, man könnte unter Umständen schon am Freitag schon Pferde ersteigern. Also ein Ja, Pferd oder möglich so. wäre es. Also wenn bis dahin Ja. das. Tschatsching! 600. Nicht schlecht. Ja, jetzt komme ich. Also ich habe jetzt, warte, ja genau. Warte, ich habe zweimal Blauschimmel. Dann habe ich dreimal Kugeln, also Munition wieder, eine Ja. Kuh und einen Stahleimer. Ah ja, okay, genau.
Ja, das ist doch gut. Muss ich jetzt noch irgendwas? Soll Nee, ich? ich glaube nicht. Und vielleicht nochmal Weißschimmel zweimal. Weißt du, dass man halt eben von beidem mal was machen kann? Ja, dann hier sammle ich jetzt den da ein und das da. Munition muss ich nicht mit in diese Kiste reinlegen. Einen Eimer. Ding. Das waren nur drei, ne? Ja, Okay. drei was. Falsche Taste. Hallo? Uiuiui. Kuptus. Willkommen auf unserem Kanal. Hoppala. Steine. Weiter. Ab Ah, bist du weiter. schon an mir vorbei? Ich habe das Ja, gar ja, nicht ja. mitgekriegt. Bist du auf der Straße gefahren? Ja, ich bin auf der Straße gefahren. Wo war ich denn da? Weiß ich auch nicht. So, also der Eimer kommt hier dazu. Ich finde es auch gut, dass wir nicht das Geld für ein anderes Auto, was halt vielleicht Kühe transportieren könnte. Ja, aber das macht ja nichts. Das ist ja. Für den Anfang finde ich das ein bisschen, ja. Außerdem können die ja laufen und ich kann auch laufen. Genau. So, einmal Weißschimmel. Na, cool. Noch einmal Weißschimmel. Nein. Die ist auch ein bisschen Blauschimmel. sturer. Hallo? Schon wieder das Radio angemacht. Sag mal, gleich? Nee, 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 nee. Wir wollen schön zur Ranch. Soll ich Da wieder sind. anschieben versuchen? Ja, vielleicht. Wir versuchen das. Ach, weil die ist wirklich sturer als die Weiße. Oh, schön gemütlich fahren. Oder da hinten ist ein Hirsch. Naja, egal. Natürlich. Langsam fahren. Ah, da bist du ja schon. Und ich versuche mich ein bisschen Ups, Warum? Entschuldigung. Volle Karacho, Mann. Ich bin durch sie durchgefahren. Warte, kannst du mal die Kuh nehmen? Ja. Nicht? So, Kuh, komm. Komm her, Kuh. Fängt es auch noch an zu regnen. Das war doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Mit allen Mitteln wird das versucht. Komm.
Lass nicht mich umfahren. Aber die, Mann. das kriegen wir doch jetzt hin. Der Kuh. Komm, Kuh. Komm. Ja, geblieben. Ah, das schaffen wir schon. Du hast sie wieder runtergezogen. Nein, ich wollte mitlaufen, weißt, damit ich sie ja nicht verliere, weißt. Ja, aber du läufst halt dann nicht. Ja, ich kann nicht schneller laufen, als ich laufe. Geht halt nicht. Aber so ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Hoppala. Wo ist die Kuh? Da ist die Kuh. Jetzt darf ich die jetzt mal wieder. Wo ich jetzt dann wieder im Auto sitze plötzlich. Wir kommen immer ein Stückchen weiter. Ah ja. Das schaffen wir. Ist ja schon die Bushaltestelle. Nein. Du, Ich, ja. Entschuldigung. Das ist halt, wenn man die ganze Zeit rückwärts läuft. Dann sieht man nicht, wo es hingeht. Schlafen wenigstens alle schon? Oh, komm rein. Ach, keine Milch. Ich hab gedacht, vielleicht durch die Gymnastik. Ja. Ja, schlaf. So, gespeichert. Aus. Was? Ich habe das extra angemacht. Was? Mein Licht, was ich. Also gut. Meine Stirnlampe habe ich ausgemacht. Ah, ich glaube, die Küken sind groß geworden. Ja, das ist doch schon mal was. Oder beziehungsweise eins. Ja, das ist das Ältere von denen. So, wo ist die? Da ist die. Genau. Da, so rum, danke. Dann machen wir die als erstes. Ja, ist ja gut. Ja, toll. Was denn? Bleibst du denn? Gar nichts. Man soll schon groß treiben.
hätte mir auch so sagen können. Das habe ich gewusst, dass du keine Milch mehr hast, aber. Junge. Der Käse. Also erstmal Quark und dann Käse. Wer haben wir denn? Ah, die. Okay, die sind voll. Das ist alles, was wir an Holz haben im Moment. Das ist nicht viel. Reicht das? Nee, reicht nicht. Wenn die Sch Rolle sowieso. Jetzt schon wieder rumgeballert. Ja, diese Bäume, die fäll ich jetzt alle. Ich bin hier hinten. Ah, du bist, okay. Da hinten. Brauchst du eine Kiste? Ja. Ja, ich sehe dich da. Glaube ich. Ich sehe dich. Ah, doch, da. Also das, was ich gedacht habe, dass ich Das dich war sehe, ein das warst Baum. du nicht. Wer dann? Der Geist von Rancher will. Aha. Der Vorbesitzer. Dein Großvater. Ja, genau, und der Großvater, von dem ich die Ranch geerbt habe. Oder das Land, in die Ranch steht. Oder hier gibt es einen alten Indianerfriedhof oder irgendwie sowas sonst. Soll es ja geben. Oh, jetzt wird wieder. Okay, dann zusammen wir erst die. Dann könnte man ja auch theoretisch mal planen, wo man dann das Gehege für die Pferde oder Ja. dieses Trainingsgerät. Ja. Ich weiß nicht, wie man das. Ja, den Parcours dann. Ersten 12 Stämme. Warte mal, ich könnte vielleicht erst. Hähnchenfleisch, Huhn und Rindfleisch. Alles nicht. Also, außer wir fangen jetzt an, irgendwie auch noch Hühner zu killen. Ja. Noch nicht sein. Ich Also glaube, da beim bringen uns die Eier Laden mehr. müsstest du auch mal vorbeischauen, da habe ich zwei Hirsche. Ach so, ja, ich bin jetzt gerade am.
Ich bin ja gerade Müsste am ich doch mal Netz. mein eigenes Auto kriegen, Vielleicht. Was kostet denn so ein Jeep? ne? 800. Da müssen halt noch ein paar Bären hinhalten oder so. Oder Käse und Milch und was auch immer. Aber das wäre nämlich gar nicht mal so unpraktisch, oder? Ja. Dann kann einer mit dem Jeep und Einkaufen dem fahren. Anhänger irgendwie unterwegs sein wegen Holz. Und der andere weiß nicht, um irgendwie jagen zu fahren oder weißt du, oder halt einfach so zum Laden oder so. Ja, eben. Oder auch mal tanken oder so. Ohne dass man dem anderen dann immer das Auto wegnimmt. Auf. Mist. Hatte es dann so, dass er mal liegt und dann habe ich aber einmal zu viel drauf gedrückt, dann habe ich ihn gerade wieder aufgehoben. War doch eben. Okay, dann schmeiße ich die Sachen jetzt mal schnell in unser Lager, also beziehungsweise in die. Okay, Auto steht da drin. Wo bist du denn? Okay, da oben. Eigentlich da so bei dem Burger. Nicht beim Laden, Entschuldigung, das war Jetzt einfach hier liegen. Ich hoffe, ich komme jetzt mit dem Auto auch. Wo bin ich? Ah, Was machst du denn? der uralte Zaun, ich glaube, der muss dann da mal weg. Eine Kiste mitgenommen. Ja. Okay. Im Auto. Sogar den Hänger dabei. Wer weiß. Oh, oh. So, wo soll's hingehen? Weiß nicht, zu den Bären. Okay. Ja, weil das, was ich da getötet habe, habe ich auch eingetütet. Ist schon alles eingetütet und schon verkauft. Ja. Da geht's aber nicht zu den Bären. Warte, kannst du kurz mal stehen bleiben? Schon passiert. Ich muss nur kurz sicher gehen.
Nee, das war nix. Ah, ich bin. Vielleicht ist ja der eine Bär aus seinem Felsen rausgekommen. Das, ja, können wir mal gucken, ja. Hoppala. Radio an. Dann gucken wir mal. Ja, dann schauen wir mal. Ich wechsle mal wieder auf dich, damit man sieht, der Bär immer noch im Boden liegt, hängt. Da drüben ist ein Hirsch. Keine Ahnung, ob du das kannst. Glaube, Was? obwohl ich über den Zaun wegziele, abgedampft. Er ist immer noch da. Ha, okay, dann muss er da wohl bleiben. Oh, mein Gott. Was treibst du bitte? Der kommt da nicht. Das hast du doch eben schon mal probiert. Ja, Der aber nicht wird. im Hocken. Das hat mit dem Hot. Ob du hockst, nichts zu tun. Der hängt da in der Geometrie. Da wirst du. Wenn du ihm nicht in den Hintern treten kannst, wird er da bleiben, wo er ist. Und ich glaube, er lässt sich so nicht in den Hintern treten. Ich glaube, es sind keine Bären da. Ich kann nochmal gucken, ob ich den Hirsch, der hier rumgerannt ist, noch sehe. Gut. Verscheucht. Wo rennst du denn rum? Okay, da hinten. Also du müsstest da hinten die Straße runterkommen. Weile höre ich ein bisschen Klavierkonzert. Jetzt? Aussteigen. So, du willst also, ja, du willst fahren, willst du Ja. mir damit bedeuten? Schon, es ist schon irgendwie unglaublich. Ja, und was haben wir jetzt davon? Oi. Willst du? Ja, ich steige wieder ein, wenn du mich mitnimmst. Jetzt ist schon beinahe fort, obwohl ich noch gar nicht sitze. Oh Gott, irgendwas ist hier nicht. Ja, wahrscheinlich ist bei dir die. Stell sie mal ab, die Kiste. Dann warte mal, dann. Wer jetzt. Ja, das sieht schon
wieder sehr interessant aus. Wieso? Ja, ich glaube, jetzt hat er sich beruhigt. So, ja, was machen wir jetzt? Entschuldigung. Ja, du hast immer was. Ja, ich habe Willst du halt immer ein. ständig was sagen, oder was? Nein, ich habe halt einen Frosch im Hals. Der will mitspielen. So. Ist er weg? Warte. In dem Moment, wo ich abdrücke, fällt er um. Dann hole ich mal den Hirsch. Er hat überall schon Essen mal hingelegt. Ich will auch Pommes und Burger. Aber das ist doch bestimmt kalt. Ja, die sind leer. So. Schon verkauft? Magst du Ja. reinkommen? Hallo, was wollen Sie? Sie bestellen das, was ich Ihnen mache. Ach so. Meinst du ähnlich wie bei Also, der. entweder nehmen Sie die 5, die 4, die 1, die 3 oder die 2 oder ich erschieße mich selber. Ja. Du kommst durch die Tür nicht, du musst über die Theke springen, so wie ich. Immer. Kaufe ich mal das Wildfleisch. Siehst du mal, hey. Wir sind Kugelameisen. Die Schilder Ja. waren Querschläger. Ich glaube, du wolltest die 3 haben, ne? Ja. Mit extra viel Käse oder so. Nummer 3 süß-sauer. Will auch Burger. Auch Burger. Können wir heute Burger machen? Haben wir was zu Nein, wir bewerben? haben nichts für Burger. Oh, du schäm dich. Tja. Eigenmusik. Ja, was machen wir denn? Und gleich noch mal. Soll ich dann das. Jetzt sind beide Hühner groß. Sicher, weil da ist nämlich noch ein Küken gelaufen. Ja, da ist noch ein Küken gelaufen. Ja, das ist schon ein Küken. Aber unter Umständen könnte man jetzt dann die umsiedeln, die Hühner. Meinst du? Wann legen die eigentlich noch mal Eier? Wann die legen? Ich habe noch nicht zugeguckt. Ich weiß nicht, ob die morgens, abends oder mittags. 12 Uhr mittags werden Eier gelegt. Aber ich kümmere mich jetzt erstmal ums Holz. Das liegt hier noch so quer in der Gegend rum. Schnellste Stapler auf dieser Ranch.
Moment bin ich auch der einzige Stapler auf dieser Ranch. Mal wieder Käse. So, so. Die für heute schon gemolken, ja. Also das zweite Mal. Ja. Der Abend. Ja. Die Abendroutine, ja. Die Abendroutine, okay. Dann machen wir die mal aus. So. So, was machen wir denn jetzt? Möchtest du schon Platz für Parcours planen? Weiß nicht, vielleicht da, wo auch noch der Futterbereich ist. Ach so. Oder was meinst du? Ja, nee, das ist ja in Ordnung. Warte mal, machen wir das. Ich habe echt keinen Plan, wie wir das machen sollen. Ja, warte, warte, warte. Ich habe da eine Idee. So, also wenn hier noch ist, dann machen wir... Machen wir auch eine eine Schaufel? Schaufel! Eine Scheune oder brauchen die... Das weiß ich nicht. Oder tut man die auch zu den Schweinen und Kühen, aber das wird ja irgendwann mal eng, genau. Ja, eben. Hier kommt ein Tor hin. Also, ich muss von der Seite. Soll ich einen großen Kreis machen oder sowas? Also so ein Vieleck? Vielleicht, ja. Ist ja meistens so, ne? 3. Up. Up. Aber groß, ne? Ja, ich versuche das gerade. Okay, ist bisschen klein, also es ist schon ein bisschen klein, ne? Seht es auch. Also bis hierhin ist in Ordnung, so da, aber vielleicht eine weitere Kurve oder so. Ja. Also. Dann muss ich den Winkel ändern. Nur so. Ich denke, das wird auf jeden Fall groß genug. Bestimmt. Da werden wir einiges wieder an Holz brauchen. Ja, das macht ja nichts.
Noch ein Stück. Ja, das ist ziemlich groß. Ich sollte mir vielleicht auch selber Licht machen, dann bin ich nicht auf dich angewiesen. Kann man dann wahrscheinlich unter Umständen auch eine Scheune mit reinstellen oder so? Die dann aber auch im. Ne, die Dings. Warte, so, und jetzt kommen hier vorne die Tröge hin. Auf der einen Seite Wasser und Ah. da auf der Dings. Dann sind die auf jeden Fall im, noch im. Also, jetzt sehe ich nichts. Ein Futtertrog, bitte. Die Seite. Hier hin. Ja, und dann ein Wassertrog. Bitte auf diese Seite. So. Dann hoffen wir mal, dass die nicht sich da oben drauf stellen, um dann über den Zaun Oder man hüpfen. kann es halt mittig machen oder so, so ein bisschen. Ich habe echt keinen Plan. Keine Ahnung. Weil ich schätze mal, weil im Zweifelsfall, wenn man tatsächlich nochmal irgendwie Dings machen, kann man ja dann sich überlegen, ob man dann da nicht nochmal ein Silo und Wasserdings hinstellt, hier hinten dann oder sowas. Ich komme ja dann da nochmal eine Scheune oder sowas nebendran für mehr Kühe oder so. Aber das sieht ja auf jeden Fall schon So, jetzt mache groß ich dieses Ding wieder aus. Blub. Das sieht man wahrscheinlich im Tageslicht dann noch besser. Dann lass uns das mal speichern und schlafen. aus. Ja, das sieht richtig cool aus. Ja, das ist doch mal hier. Da hat man auf jeden Fall genug Platz drin dann. Für Hindernisse, die Für man wahrscheinlich Hindernisse zu aufstellen machen und so kann. weiter, ja. Und selbst wenn du sagst, okay, man macht irgendwie eine kleine Scheune oder sowas, wo die dann einen Unterstand haben oder sowas, würde der ihr auch noch reinpassen. Dann müssen die halt zum Fressen rauslaufen. Das macht ja nichts. Gut, dann kümmern wir uns jetzt wieder um Milch. Ich glaube, nee, du kümmerst dich um Milch? Ja. Soll ich dir den einen Eimer noch reinstellen? Ich bin mal gespannt, ob jemand noch mal Ferkel macht oder so. Brauchst du noch einen Eimer oder? Ja, ein. So, die Weiße, jetzt fehlt nur noch im Prinzip die Gefleckte. Und dann hole ich mal den Eierkorb. Geh mal Das wird Eier sammeln. richtig schön, denke ich. Mal trotzdem gucken, dass wir unter Umständen. Achso, die hast du schon umgezogen. Ah, da ist noch ein Küken. Oh Gott, in dem Großen? Nein, 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 nicht im Großen. In dem Großen ein Küken sein, aber hinterm Trog. Ja, ich hab eins habe ich zumindest mal drin gelassen, damit die auch wieder, damit das Eier. Denn hier rum so. Ja, das sind doch schon. Okay, dann sammeln wir doch erstmal die Eier ein, die hier draußen im Gras rumliegen. Mal großes Ostereier finden. Ah. Ich glaube, das mit dem Umziehen von. Oder? Das sieht immer aus, als würde das in die Ecke da laufen zum.
das andere Braun ist doch hier mit drin. Ja. Okay, Und das dann. habe ich auch einfach da reingesetzt. Ja, vielleicht Also ohne Brownie. wirklich im. Nein, das ist okay, dann Aber ich habe es ist jetzt das auch. mal reingesetzt und jetzt glaube ich. Ja, ich glaube, jetzt hat es kapiert. Wenn du dann alle Eier eingesammelt hast, nehme ich dir den Korb ab. Ja, wenn ich das letzte. Ich glaube, das war's. Weil ich brauche nämlich. Du brauchst Eier. Räumen wir mal ein bisschen auf hier. Aber eigentlich noch Metall? Ah ne, Quatsch, Ja, hier doch oben ein braucht paar man ja Bild. gar nicht. Ich habe vergessen, dass wir hier oben ja schon Licht installiert haben. Ja, aber ich glaube, ein bisschen Metall haben wir sogar noch übrig. Ja, das heben wir aber auf, ne? Also die eine Sau, die ist schon ziemlich groß. Könnt hier auch mal aufräumen. Man doch. Ich hab doch eben. Wir haben Schmatzen. Ja, also die Sauen sind schon ziemlich groß. Heißt, wir haben 5 Schweine im Moment. Guck mal. Was machst du auf dem Zaun? Hm? Was denn? Nicht, dass die Schweine und die Kühe sich das abgucken und auch irgendwie auf dem Zaun wollen? Oh ja, die haben richtig große Maschinen. Gut, die könnte noch ein bisschen Ja, zulegen. die kann noch ein Und hier bisschen die und auch. das Der, er meine ich. der Eber. Aber ich glaube, die machen dann auch wieder Nachwuchs. Könnte ich mir gut vorstellen. Also Herzchen habe ich jetzt im Moment keine gesehen, aber das kann ja, was nicht ist, kann ja noch werden. Okay, so. Was wollen wir tun? Beeren verkaufen? Ja. Oh Gott, irgendwie Was denn? sitze ich. Manchmal sieht das so aus, als ob ich mir die Schulter auskugel. Och. Och, ja, genau. Ja, och. Immer derselbe. Immer derselbe Stein, ne? Oder das ist so eine Wurzel. Soll das irgendwie sein? Ja, was auch immer, ist ja völlig wurscht. Nachladen. Ah, ist da noch einer? Ja, das ist der hier hinten läuft, ist der, den wir gesehen haben. Ist der wieder auferstanden? Lauf einfach mal den Schüssen nach. Wenn man nicht so oft. Manchmal hat man echt die Hand nicht dafür, ne? Ja. Was mich wundert, ist eigentlich, dass man mit dieser Magnum da irgendwie die ganze Zeit rumrennt. Ich glaube nicht, dass ein normaler Jäger die mit der Magnum durch Wir den sind auch Wald keine rennt. normalen Achso, Jäger. das Wir ist wohl sind wahr, ja. irre. Was soll ich dir gleich mal verkaufen, ne? Ja. Ich meine, so wie Was ich haben wir manchmal denn? im Auto sitze, Blauschimmel, Hühnerfrikadellen und Rindfleisch. wollen unbedingt, dass sie die Kühe töten, ne? Damit wir Geld. Ah, nee. Lass doch mal stehen. So. Ah, der Blauschimmel ist noch nicht fertig. Wir haben einen Weißschimmel, der fertig ist, aber. Also ein. Ah, der Rest ist erst so. Weiß nicht, bestimmt bei 20% oder 30%. Ne, das ist ja in Ordnung, dann.
Oh, noch Nebel. Also Bären im Nebel. Schalte ich wieder auf dich um und ich gehe in den Laden. Und warte darauf, dass du was mitbringst. Dass wir in das Azubi-Programm des Baumarkts einpflegen können. Ja. Aha, da ist ein Bär. Ich habe ihn gesehen. Ja, ich weiß. Aber ich suche dann immer noch. Noch mehr Bären. Der hat mich gesehen. Der eine Bär war doch hier hinten irgendwo. Oder ist der tatsächlich jetzt resettet worden? Oh! Ja, vielleicht ist er resettet und weiß jetzt, Oh, wo es lang geht. hallo! Oh, da hinten ist noch einer. Ah. Drei sind hinter mir her. Ja, und wenn du den einen, der vor dir rumrennt, auch noch einsammelst, dann sind es vier. Ja, und? Wir können rechnen, ja, wir können zählen. Vier Bären. Ha, ha, ha. Eins, zwei, drei, vier. Wollt nur wissen, ob noch alle da sind. Vier Bären. Seid ihr alle da? Hebt die Tatze, gebt Musik. Einer hängen geblieben. Jetzt hol doch erstmal die vier. Die Die drei. drei, du kannst wohl doch nicht. Ja, siehst du, du kannst auch nicht laufen. Halt die Klappe. Ich bin mit der Waffe ausgerüstet, also dich. Du meinst, willst du dich wieder selbst erschießen? Nein, eigentlich nicht. Und noch einer. Mach doch! Der vierte kam dann doch wohl noch Ah, hinterher. hat er dann doch noch seinen Weg gefunden. Ja. Weiß nicht, wo der sich versteckt hat. Vielleicht hat er sich Huckepack tragen lassen. So, dann gucken wir doch mal, ob wir. Ob da vielleicht noch der ein oder andere Bär so rumläuft. Aber ich finde das schön, dass man das auch so machen kann. Weißt du, dass die einfach nur auf der Fläche Rein müssen rum. und dann kann man die. Naja. Es waren wieder mal vier Bären, Aber ne? immerhin, ja, jetzt sind wir wieder bei 1300. Ich gehe trotzdem noch mal. Ja, mach du mal rumgucken. Ich stehe hier am Laden und warte drauf. Da ist noch einer. Noch einer. Aber auch ziemlich nah. Immer Ja, wenn nah, du auch immer immer kuscheln da. willst mit denen. Ich finde die auch Ja, knuffig. natürlich sind Ich Bären mag Bären knuffig. knuffig. Aber ich weiß nicht, zum Ich Kuscheln. mag Bären knuffig. Du magst Bären knuffig? Ja. Meisten Leute magen die Bären auch knuffig. Oder wenn sie knuffig sind, Wo ist denn der aber. zweite? Hinten ran, gut. Ja, ich glaube. Du glaubst, das war's? Ja. Okay. Es waren jetzt sieben, ne? Also, nee. Vier und zwei sind sechs. Sechs Stück waren's. Vielleicht sehen wir ja noch einen. Wir können ja mal mit dem Auto. Oder ich kann hier einfach mal durch die Gegend laufen. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch ein Bär. Außer der rennt halt einem Hirsch hinterher und ist halt nicht an Ja, den irgendwie Stellen, wo abhalten. die halt rumgucken. Aber ich sehe hier im Moment, in der Nähe der Straße sehe ich nichts.
Weder Hirsch noch Bär. Ah, und der Bär ist immer noch da. Ich glaube, den müssen wir mal. Willst du ihn Den müssen wir leider. erledigen? Weil er kommt da nicht raus. Komm ich denn da am besten? Okay, so rum. Mit F hätte man ihm vielleicht helfen können. Aber Vielleicht. das ging ja gar nicht. Natürlich ist hier noch ein Stein. Sag mal, dieses Auto nicht mal gerade fahren. Hier rüber. Ja, ich komme. Wollte aber erstmal aus diesem Wald raus, da. Jetzt kann man ja noch mal sehen, was so ein Bär in Stücken bringt. Aber ich glaube tatsächlich auch weniger. Ja, ist halt Wildfleisch, ne? Das bringt dann halt immer nur 15 Dollar pro Stück. Alles gut gelöst. Ich dachte, ich sollte irgendwo gucken, weil da ein Hirsch ist oder so. Ja, 60. Ja, 15 pro Wildfleisch, ja. Also bringen wir schon mehr. Ah ja, das ist ein Unterschied, weißt du, das sind jetzt 60 Dollar gewesen für den Bär. Und für am Baumarkt zu verkaufen, kriegst du halt 100, ne? Haben wir schon 40. locker ein Tausender. Ja. Mit den paar Bären, die wir hier in den letzten Tagen hier erledigt haben. Oder was heißt erledigt haben? Das ist Also nicht erledigen. Den einen entfernt haben. mussten wir. Mehr verdient, als wenn wir sie erledigt hätten und verkauft. Mal, ich glaube, ich tue das eine Küken. Ich will es nur hinter dem. Du rennst jetzt nicht wieder direkt hinter den. Gut. Ja, genau. Beweg dich woanders hin. Ich setzen wir auch hier. Wir müssten nicht unbedingt hier in der Gegend rum. Stehen, sitzen, gefangen auf dem Trog oder hinterm Trog. Aha, hast du Silo Ja, ich habe ein aufgefüllt? bisschen aufgefüllt. Ja, macht ja nichts, ist doch gut. Ah, haha, ich weiß, was ich tue. Dings. Holz. Einmachen. Willst du das Auto nehmen und nach Wölfen gucken? Wenn ich weiß, wo die sind. Weißt du, ich verfahre mich gerne. Außerdem mit dem Tank So. wäre es nicht Hier, so. also hier stehen noch Kanister, du kannst also ruhig auffüllen. Oh. Ach ja. Da drüben.
Dann gehe ich mal fahren. Also das ist auch hier hinten irgendwo. Genau, im Prinzip geradeaus, wo du da hinfährst. Und dann musst du ja den Hügel hoch oder die Ebene hoch und dann müsstest du dann auf Wenn man Wölfe. nicht nach. Also hier hoch. Nicht runter, Auto. Steine. Was haben wir denn da? Siehste, hast du gefunden? Oh, ich habe die eben ausgemacht. Warum? Geht ja mal gleich gar nicht. Möchte mich noch ein Wolf finden? Kannst ja noch ein bisschen rumrennen oder sowas und fahren. Vielleicht taucht da noch das ein oder andere Wildtier auf. Mein Gott, Scheiße, ey. Entschuldigung. Ich so, entschuldige, bist halt erschrocken, das macht doch nichts, das ist doch. Ich hatte sowas im Gefühl, dass irgendwie. Aber wie es dann tatsächlich so war, aber jetzt habe ich mir den irgendwie den Fuß angehauen. Oh. Ach Mann, ich wollte eigentlich auch nicht so arg jemandem in. Da ist doch noch einer, oder? Ich dachte, ich hätte es nochmal bellen hören. Mann. Mein Gott, ey. Habe ich mir das Radio angemacht. Ah, die kommen auch so angeschlichen. Ja, ne? Entschuldigung. Hast du dich dadurch erschrocken? Nee, also nicht so arg. Ich wollte dann halt gleich mal wissen, was eigentlich los ist, weil wenn du so da plötzlich. Tor ist schon mal gebaut. Aber ich sehe schon kommen, dass wir noch mehr brauchen. Sehr viel mehr.
Ich habe ihn doch eben Hirsch gesehen. Aber ich könnte doch nach 6 mal schnell um die Kühe kümmern. Ach, da oben bist du. Dann komm mal hier runter, bitte. Oh. Zwölf und keine Milch, genau. Eine Kuh. Noch eine Kuh. Ja, ist ja gut. Schweine aus dem Weg. Nein. Will diese Kuh melken. Ich aus der Milch dann gleich wieder irgendwie Ja, Käse machen. ja. Geht okay. Und was für? Ist eigentlich, wie weit sind die anderen Käse noch nicht, ne? Ich kann mal gucken. Ah, hier liegt ein Blauschimmel rum. Ja, man denn. Ne, die sind nur bei 78, 86%. Die anderen sind erst bei knapp über 50%. Soll ich dann Weißschimmel machen? Weil Blauschimmel haben wir keine. Dann haben wir nur noch Ja, einen. ja. Ein Ei. Noch ein Ei. Kochen. Ja, so. Tü-tü-tü-tü-tü. Dann kannst du ja jetzt wieder auf dich. Ah ja, genau, könnte ich mal. Blub. Tür zu. Anne. So, ich schlaf schon mal. Schon. Ja, ist noch nicht so weit. Es ist halb so schlimm. So. Die mache ich mal wieder aus. Ich dachte, du schläfst. Schön. Jung. Aber es ist sehr schön, nachdem das Tor hier gemacht ist. Also hat schon was, ja. Ja. Ja, wart's nur ab. Ui.
Ach, ich wundere mich immer, wie groß die schon sind. Die Wutzen so sind, ne? Entschuldigung. Etwas verhindert das Melken. Wahrscheinlich, weil ich da noch im Weg sitze oder sowas. Geht's. Wir könnten uns eigentlich trotzdem noch mal. Eine Kuh besorgen? Ja. Ja, klar. Wie viel Geld haben wir denn insgesamt? Kann ich gleich nachgucken? 1800. Ja, da reicht doch für noch eine Kuh und einen Eimer. Ein Kuh, ein Kuh. Ein Kuh. Eine Eimer. Kann ich eigentlich gleich mal. Was hätten wir denn für eine Kuh? Weiß ich nicht, das ist ja wurscht, was für eine Kuh. Magst du vielleicht dazu kommen? Einen Moment. Doch erst noch die Käse starten. Ich komme ja. Okay, aber mach erst Käse, dass die eingelagert Ach sind. so, okay. Mache ich das doch. Dann warte ich den Moment. Weil dann können die 60%. nämlich schon vor sich hin reifen. Na, aber zu. Wenn man hier mal eine Hupe hätte, man. Ja, ne? Die wäre manchmal ein bisschen praktisch. Er war schon. Ja. Entschuldigung. Nein. Sag ja nichts, Karl, das ist ja in Ordnung, aber dass er halt exakt in dem Moment sozusagen in sich zusammensackt, als ich abdrücke und der Schuss dann direkt über ihn drüber geht, sozusagen. Er wollte eine Kuh, ne? Puh, ja. Und ein Eimer. Und einmal. Also Weil zuerst das ist. gucken wir. Treffen nichts. Ich habe natürlich eben Oh die. Gott. Was machst du? Was du. Was tun die da? Keine Ahnung, ich konnte mich nicht entscheiden, soll ich jetzt die Box nehmen oder doch ins Auto? Vielleicht treffe ich ja den. Ich seufz über mich und meine Fähigkeiten. Ach so. Wir wollten ja sowieso erstmal gucken, was der möchte. Schweinefrikadelle, Wildfleisch, Rindfleisch. Ja, Wildfleisch haben wir ja schon mal. Ja, 257. 56, ja. Nicht schlecht. 56, Entschuldigung. Das ist Müssen wir ein. doch vielleicht gucken, ob wir noch ein bisschen jagen fahren. Ah ja, können wir ja machen.
dann holen wir halt die Kuh erst am nächsten Tag oder so. Ich glaube, Bären werden jetzt nicht so viele da sein. Aber da ist ein Hirsch. Weißt du was? Du machst das mit dem Dings und ich sammle ein. Wobei ich ja auch manchmal nicht genau treffe. Ja, ich komme ja noch nicht mal zum Schießen. Wenn ich schieße, dann vorbei. Ah, da. Du kannst dann gleich direkt mitkommen. Hier hinten ist nämlich auch noch Ja, einer. den einen habe ich gesehen. Dann noch einer oder? Nee, das ist der eine, Das ist der den ich andere. noch. Ja. Wo bist du jetzt Ich hingelaufen? laufe einfach Ah, du weiter. bist da einfach geradeaus weitergelaufen. Also einfach, also bis zum Ende müsstest du kommen und dann, also was heißt bis halt dieser andere Weg anfängt. Also, da ist nämlich noch einer. Na, kriege ich ihn jetzt? Ich will hier hoch. So. Komme mit Kiste. So. Ich laufe dann einfach. Läufst du da noch weiter? Okay. Ich glaube, die Kiste ist jetzt eh voll, also müsste ich sowieso. So, dann komme ich mit dem Auto dann doch noch bis nach hinten. Ob jetzt am Strand entlang oder dem See halt eben. Und dann werde ich ja sehen, ob ich noch mal, ob ich vielleicht Bären Ah, da bist treffe. du. Ich folge dir. Unauffällig. Oh. Oh Lieber ja. die öffne. Ist ein Bär da. Ein Bär da, dann. Kannst du ja schon mal zum. Dann geht's schon mal zum Baumarkt. Wenn ich es schaffe. Klingt an 1000 Bäumen. War ja klar. Was passiert? Ah ja, dass ich irgendwo hängen geblieben bin. Ich bin am Baumarkt. Ich bin im Baumarkt. Auf dich umlegen, weil das ist dann interessanter als ein Verkaufsbildschirm.
Ah, jetzt haben wir schon über 2000. Ja. Drei Bären, okay. Ja. Ah, dann gucken wir doch mal. Ching, ching. Waren Müssten das schon? Ah, nee, die zwei waren Das zusammen. war, ja, ich glaube, einen habe ich Das war doppelt. einmal 200 und einmal 100. Okay. Also haben wir alle. Willst du noch mal gucken oder? Nee, da waren nichts mehr. Okay, dann. Zumindest, ja. Ach, im Fahren eingestiegen. So. Wow. Einstein. Eine kleine Bodenwelle. Eine Bodenwelle. Eine geringfügige Unebenheit. Gar nicht so schlecht. 300. Immer unbedingt was im Autohaus nachgucken. Ah, was ein Buggy kostet? Ja, der kostet 800, das weiß ich Achso. schon auswendig. Er kann nur eine Kuh oder ein Schwein. Er kann gar nichts. Der kann halt auch nur eine Kuh. Ja, aber dann ist das Geld weg. Wenn wir uns Nee, schon ein Laster holen. dann lass uns erstmal die. Der kann nix, der kann auch nix. Also, weiß nicht, da steht halt unter Kapazität gar nichts Ja, da. Also eben. ich Nee, denke mal, der dann kann das. keine Tiere transportieren. Ja, da kriegst du wahrscheinlich ein paar Und Boxen wegen oben nur drauf. einer Kuh, Nee. dann kann ich die auch zu Fuß nach Ja. Hause bugsieren. Reicht mal im Grunde genommen ein Oder Lief. was wir machen könnten, wäre das Auto hier so in der Mitte so hier stehen lassen, zum Laden laufen und dass wir beide eine Kuh. So, okay. Ja, und wer nimmt den Eimer mit? Oder die Eimer? Das können wir ja später noch holen. Ich denke mal, mit den Eimer kommt man ja trotzdem dann klar. Dann leert man den halt kurz in der Kanne aus. Ja, aber dann laufen die rum und dann weiß man nicht, welche Karre man schon gemolken hat und welche nicht. Ah, mi, 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 Jetzt machen wir mi. das mal so. Und ich kann ja später nochmal mit dem Auto, je nachdem, wir haben ja erst 14. Und wenn ich da halt noch abends vorbeifahre um 8, ist ja immer noch. Ja, die Eimer bleiben ja leider stehen. Also wenn man die jetzt mitkauft und so weiter, die kann man ja dann immer noch abholen. Ich glaube, den Eimer kann man auch so in die Hand nehmen und die Kuh trotzdem haben. Das habe ich nämlich auch mal Ja, müsste zwischendurch eigentlich gemacht. gehen, Dann ja. kann man das auch wieder ein Eimer. Genau. Wie bist du denn jetzt schneller? Ah ja, ich bin da quer gelaufen. Also, was wollen wir? Ja, zwei Eimer, zwei Kühe. Ja. Ja, die Farbe ist mir wurscht. Ja, das ist richtig. So, erst Eimer. Ups. Nein, erst Kuh, dann Eimer. Okay. Okay. Ist auch interessant, ne? Dip Weil dann müsste man halt wieder für Kühe sparen, wenn man halt den Laster halt holt und dann holt man keine Tiere mehr. dann haben wir fünf Kühe. Ja, ist doch auch Nee, schön. das sind 35 Milch. Und dann holen wir uns irgendwie noch eine sechste und dann haben wir eine schöne Zahl, dass man immer die Kanne Eine voll Kanne hat. voll hat. Da müssen wir gucken, dass wir auch Die genau Eimer dazu, ich meine Töpfe. sechs Töpfe und Brenner haben und dann Genau.
Dann kriegt man immer zwei, nee, einen Schrank voll, ne? Genau. Und ich glaube, das reicht ja dann erstmal. Also die braunen Kühe, die sind richtig flott. Ja, vor allen Dingen, die lassen sich auch gut jetzt hier. Die war jetzt, oder ist jetzt nicht so zickig wie die andere. Ich glaube, für eine Kuh reicht sogar noch. Ja, locker. Falsch. Hoppala. Aber daran habe ich dann nicht mehr gedacht, als dass man die Kuh dann erstmal an die Leine nimmt und dann den Eimer halt aufnehmen kann. Weil andersrum geht's ja nicht. Dann installierst du ja direkt den. Ja, genau. Wo läufst du eigentlich lang? Quer. Ja, ich Eine sehe. Abkürzung. Das geht. Ich muss doch nicht auf die Straße. Ja, ist das kürzer oder was? Bisschen vielleicht. Aber halt nicht die Kurve gehen. Jetzt läufst du aber wieder zur Straße. Ja, natürlich. Dann, wenn ich hier im Feld. Auf halt immer erstmal in irgendeine Oh Gott, ich Richtung. hoffe, die kann bergsteigen, die Crew. Stimmt. Ich glaube, ich kann auch nicht mal bergsteigen. Musst du halt um den Berg rum. Ja, dann hätte ich auch auf der Straße. Irgendwie ruckelt jetzt unser, hat unser Stream geruckelt. Ganz kurz. Bestimmt wegen den Kühen. Aber es ist wieder da. War nur ein ganz kurzer, dass das Rädchen gedreht hat. Ja, unter Umständen ist es dann auch eine Übertragungsgeschichte oder sowas. Ja, Weil ansonsten läuft es jetzt wieder gut. dann. Keine Panik. Also ich glaube, ich kaufe dann nachher noch eine braune Kuh. Die sind richtig gut. Ja, die läuft halt wenigstens durchgehend. Ja. Und wo bist du jetzt? Ich bin jetzt auch auf dem Weg, wenn die Teil war der Lose. Und dann müssen wir noch einen Eimer, ne? Dann brauchen wir auch wieder einen Eimer. Ist das wie mit Katzen, ne? Du hast so viele, wobei noch einen mehr. Wenn du zwei Katzen hast, da hast du drei Katzenklos, glaube ich, ne? Wenn ich das Ja, oder richtig. Napf oder sowas. Nee, es war ein Katzenklos. Okay. Napf hat jeder Deinen eigenen. einen, ja. Aber Katzenklos solltest du immer einen mehr haben, Eins irgendwie. mehr haben, als du Katzen hast. Genau. Weiß nicht, ob das bei einer Katze, Ja, dass die wahrscheinlich zwei schon, weil braucht. sie dann sagt, okay, hier war ich aber schon mal, jetzt will ich woanders. Jetzt. Sie hatte eine Denkpause. Oh, wir haben Ferkel. Vier Stück. Aha. Jetzt hat es aber eilig, unsere Kuh.
Der läuft vor mir her. Praktisch bis zum. Ja, hier geht's nicht weiter, ne? Ja, wo willst denn du hin, Kuh? Hier ist doch der Eingang. Schön. Genau. Na, oh Mann, jetzt ist die Sau hier im Weg. Mal hier raus. So, einmal du, einmal du. Bei der Weißen ist schon der Eimer Ah voll. ja, okay. Ist schon voll. Ja, habe ich schon Ah, du gemolken. hast schon. Ja, und die zwei Kühe, die wir gerade geholt haben, die sind ja noch nicht zum. Ne? Keine Ahnung. Ich probiere das einfach bei der einen braunen. Eine von beiden wird. Hat auf jeden Fall. Ja, doch, die haben beide. Okay, das heißt, ich könnte. Es kommt tatsächlich, glaube ich, an, wann die im Stall dann. Also, wann die dann. Weil um 18 Uhr so, um 17 Uhr ist, glaube ich, dann. Dass die Milch geben. Egal, glaube ich, wie Tatsächlich, ja. neu. Ja, perfekt. Cool. Dann können wir ja direkt. Hoppala, Entschuldigung. Schon ein bisschen hart. Mit dem, dass die sich dann so, dass die dann so rumruhen. Weil man Naja. da halt. Das will man ja eigentlich gar nicht. Ja, und jetzt würde noch eine Kuh und die Ein. hätte das jetzt. Genau. Können wir ja auch noch für den nächsten Tag jetzt. Ja. Dass man direkt früh die Kuh holt. Warte mal. Also die Kisten liegen ja auf dem. Wenn man halt eine Zeit lang normalen Käse nur macht, ist das ja auch nicht so tragisch. Das heißt, wie viel Töpfe brauchen wir dann? Also jetzt haben wir vier. Ja, ich glaube, sechs Töpfe brauchen wir dann. Und einen, also einen hätte ich noch füllen können. Genau, also Und wenn wir für die noch fünf, eine hätten. genau. Du brauchst im Grunde genommen für jedes Mal, für jeden Eimer, den du sozusagen einsammelst, brauchst du einen Topf. So, den bringe ich mal weg. Da ist jetzt noch ein Käse in der Mache. Also, Quark eigentlich, ne? Man Ja, macht ja das jetzt da. erstmal Quark, ne? Und dann, wenn der Käse im Schrank ist, dann ist der Käse in der Genau, Mache. wenn er am Reifen ist. Haben wir wieder einiges. Naja, War dann nicht haben wir. Blauschimmel? Das sind neun Was war Blauschimmel und denn heute? Nee, Wildfleisch? Rinderfleisch, glaube ich. Und Rinderfleisch und Hühner. Frikadellen, glaube ich. Oder Schweinefrikadellen waren das. Dann warte mal, dann renne ich mal dahin. Wohin? Ah ja, Ach, das Auto holen. das Auto holen vielleicht. Kann ja nochmal beim Laden reinrennen. Also zum. Also das heißt, wir brauchen jetzt noch zwei Brenner und zwei Töpfe. Ja. Okay.
Und Brenner kriegt man aber nur im Baumarkt, ne? Und die Töpfe können wir Genau. dann im. Warte. Oh Gott. Gott. Hast du wieder gesehen, wie ich. Also sowieso bei dir wieder auf, immer noch auf deinem Bildschirm sozusagen. Ui. Ja, das macht ja nichts. So, also schon mal zwei Töpfe, ein Eimer und eine Kuh. Und ich transportiere die Kuh irgendwie wieder nach Hause. Ich nehme aber eine braune Kuh, weil die sind irgendwie. Ich hoffe, dass die auch schnell ist. Mal, dass ich hier hinten Platz schaffe. So, zwei Eimer. Also zwei Töpfe meine ich eigentlich. Was ist los? Warte mal, ich stelle mal auf mein Bild um. Hast du einen Leuchtturm auf dem Kopf oder sowas? Ja, kann sein, aber ich gucke halt nur in. Ja. Ja, jetzt hat's aufgehört. Weil ich Wenn jetzt ich's denn. im Warenkorb war. So, warte, warte, Kuh. Willst du den einmal Ich nehme mitnehmen? den Eimer mit. Vielleicht ist das so der perfekte Balance. Ah, dann geht es besser. Balance, meine ich. Meinst du? Balance? Wie nennt man Balance? Balance. Ja. Dann guck mal, wie die cool. Ich könnte ich mal gucken, ob ich hier lang komme. Na, Kuh, kommst du hier hoch? Oh ja, die kann bergsteigen. Wo laufe ich denn? Ich müsste leicht hier so. Oh, ich sollte vielleicht auch gucken, dass die Kuh hinterherkommt. Sachen auch mitnehmen, wenn ich sie dann kaufe. So, bitte kaufen. Ding. Ja, es könnte tatsächlich ein kürzerer Weg sein, den ich hier gerade. Ah, du hast perfekt, du hast noch die Brenner Ich geholt. habe noch gleich zwei Brenner geholt. Cool. Du brauchst ja jetzt sowieso noch einen Moment, bis du tatsächlich. Aber ich bin schon fast da. Ist ja geil. Geht schneller als über die Straße. Das siehst du mal. Muss ich dir dann, wenn wir nochmal. Ja, keine Ahnung. Oh Gott. Komme ich jetzt quasi. Uff. Könnte ich eigentlich hier hinten reinpacken? Jetzt muss hier ein Schwein. Davor stehen, ne? Nein, 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 nein. Bist du auch schon da? Die hat jetzt zum Beispiel keine Milch. Ich denke mal, das Ja, weil lag es halt daran, dann weil wir zu die nach nach, 6 Uhr ja, gekauft gekauft haben. haben, genau. Jetzt haben wir zwar jetzt nur noch 344, aber.
Ja, gut, aber und dann gibt es vielleicht am nächsten Tag, wo wir Käse Käse verkaufen. verkaufen können oder sowas und dann. Ja, guck mal, da ist so gerade der nächste weiße Maischimmel. Schimmel. Soll man die vielleicht mal Ja, die kann man dann vielleicht zusammenschlagen oder sowas. vernünftiger. Warte mal, ich könnte. Wie viel. Achso, wir sind. Das sind nur 9. Das sind 6 Stück. 3, 6, 9. Sollen wir denn noch einen Tag jetzt Ja, dann machen wir machen? noch einen Tag. Da gucken wir, dass wir vielleicht noch ein bisschen noch ein paar Beeren verkaufen und dafür wieder Blauschimmel und beziehungsweise Weißschimmel kaufen für, Okay. dass wir halt wieder den sozusagen die Und dann denke ich, Info machen haben. wir, wenn wir den Tag dann. Ja. So, aufstehen. Wir haben schon 7:54 Uhr. Licht am Auto ist angeblieben. Und Ach so, du hast die schon. Entschuldigung. habe sie zumindest schon. Hab sie jetzt umplatziert. Macht ja nichts. Weil ich den Eimer genommen habe. Ich habe erst später dann gesehen, dass dies schon unter der Kuh war. Tja. Oh, Nummer 1. Oh Mann, fängt das jetzt an mit den Schweinen? Ist es soweit, dass sie hier in der Tür klemmen? Ja, dann könnte es passieren, dass demnächst Schlachttag ist. Ich glaube, es sind jetzt alle gemolken, ne? Ja, die rennen alle ohne. 1, 2, 3, 4, 5 und du hast jetzt Hopp, den sechs. sechsten. Gut. Beinahe in die falsche. Ja. Ja, ich finde das toll. Es ist fast so schön wie in Stardew Valley. Machen wir das Licht aus hier. Ja. Also wenn du dann halt, also wirklich Käse machen ist mir, glaube ich, am liebsten. Sollen wir die jetzt erstmal hier drauf lassen? Was? Weil sonst müssten wir ja alle aus allen normalen. Ja. Außer der möchte natürlich Quark haben. Aber da gucken wir erst vorher, bevor wir die Soll ich, kochen. warte mal, soll ich mal schnell zum Laden rennen? Oder vielleicht fahren. Ja, das war ja die. Oh Gott. Vielleicht will er ja auch irgendwas, vielleicht Schweinefleisch oder so. Also weißt du nur. Ja, ich guck mal, was er haben will. Vielleicht will er ja auch einfach Blauschimmelkäse. Das wäre Ach natürlich auch Mann. geil. Was machst du denn? Meinte, an einem Baum hängen zu bleiben und dann direkt an den nächsten Baum zu fahren. Was das Retten der Situation unmöglich gemacht hat.
Ja, und dann zeig doch mal, was haben wir denn? Milch, Käse, Blauschimmel. Geil. Eismultiplikator zwar nur 1,3, aber immerhin. Und Rinderfrikadellen, aber das. Das gibt's bei uns nicht. Außer wir vergessen mal zwischendurch vielleicht die Tröge zu füllen. Aber da werde ich jetzt darauf achten, dass uns das nicht passiert. Weil ich finde irgendwie, nee, Kühe geht gar nicht. Soll ich dann einfach. Ja, ich habe jetzt auch wieder voll. Also Ja, war einfach aufgefüllt. voll. Dann sind wir da immer auf der sicheren Seite, ist, dass man So, dann. dann verkaufen wir, also dann kommst du wieder hier hin. Ja. Oh, cool. Warte mal, willst du mal gucken? Ich komme. Nein, draußen. Achso. Du hast sie jetzt nicht rausgeschmissen. Ist ja geil. Hier! In die Box! Na fast. Na. Mehr, weiter kriege ich die halt Ja, nee, nicht. das ist alles gut. Glaub, als nächstes müsstest du aus dem Fenster springen oder sowas. So, waren das die Den neun? Topf darf ich nicht noch mal auf den Herd stellen. Sonst, nein, das war's noch nicht. So, da ist nichts fertig. Der letzte kommt jetzt. Mehr nicht, ne? Weißschimmel war nicht. Nee. Nur Milch. Nur Milch und Und. Blauschimmel. Mann, das macht Spaß. Ja, ne? Wenn er natürlich gesagt hätte, Schweinefleisch, dann. Wäre Schlachttag gewesen. Ja. Willst du aussteigen? Okay, steig du aus. 2000. Das ist doch was. Dafür kriegen wir auf jeden Fall genug Kultur für die Käse. Sollen wir dann vorher noch mal bären, weil es ist ja noch früh. Ja, eben deswegen, das. Und dann fahren wir auf dem Rückweg dann beim Laden dumm. Muss, Ja, nein. ich weiß, ich hab's gerade selber auch. Ich habe halt die Karte jetzt mittlerweile schon in. Ja, ich weiß nicht, wie, warum ich hier Aber dann mir passiert es auch zwischendurch, dass ich dann. einmal um den Laden rumfahren Ja. will. Um den Burger. Mir gefällt die Karte sogar viel besser, als sie ganz am Anfang war. Das ist. Warum ich eigentlich dann die Waffe ausrüste? Ja, vielleicht einfach um. Vielleicht ist ja ein Hirsch irgendwo. Hirsch, genau, ja. Regnet. Weil anschießen brauche ich die ja dann auch nicht, ne? Reicht ja, wenn ich da mal kurz Hallo sage, winke. Oh! Hier sind Bären, die sind hinterm Hirsch her. Glaube ich, weil die rennen da so gezielt. Gezielt in der Gegend rum. Muss ich mal gucken, dass ich denen das. Oh ja! Meinst du das Mittagsmahl vermiest? Nein! Hallo! Hier! Hier, ja, ich bin noch lebendig. Oh, Scheiße! Oh, fuck! Das sind 4 Bären gewesen. Ja, du ruinierst mir das jetzt nicht. Also, die wollen wieder den Hirsch. Ihr wollt den Hirsch, aber nicht. Ihr wollt mich. Hier lang, bitte. Aufmerksamkeit.
Ja, ich bin ja schon, ich bin ja schon. Gott. Mal gucken, ob alle Bären kommen. Alle Bären sind schon da. Alle Bären, alle. Aber ich glaube, da fehlt noch ein Vierter. Wo ist Konrad? Kannst du mal verkaufen? Schon passiert. 300, okay. Da ist der Aber vierte. einer muss da noch sein, oder? Ja. Weil drei habe ich gesehen und der vierte kam mir entgegen. Oder war das einer, der über dich drüber gehüpft ist? Keine Ahnung. Aber du Ich kannst ja gucke jetzt an mal. derselben Stelle. Ich gucke hier mal rum, ob der vielleicht im Baum hängt. Auf jeden Fall liegt hier ein Hirsch. Ja, das ist der, den du Und weiter erledigt hast. oben. Musste ja der andere liegen. Genau, aber den haben sie ja noch nicht gefressen. Außer der vierte, der freut sich jetzt über die Beute. Aber der müsste doch dann hier irgendwo in der Nähe sein. Oder die haben den tatsächlich schon Ja, gefressen, ich weil ich glaube. meine, der wäre hier. Ja. Die Säcke. Ja, irgendwie so hier. Nee, da liegt nichts mehr. Den haben sie noch Ich erfolgreich. glaube, der eine Bär ist irgendwie in die Luft katapultiert worden, als er dich verfolgt hat. Und ist dann über dich drüber geflogen. Und deswegen kam der dann von vorne. Ach so. Ach so ist das, so ein Bär also. Ja, der allgemeine Flugbär, weißt? Ja, immerhin 300, also. Okay. Okay, dann. Dann gehen wir noch den Hirsch. Dann, genau. Komm mal gerannt. Ich dachte, du kommst vielleicht. Hä? Ach so, du rennst schon zum Hirsch. Nee, also ich, Du du, hättest doch ich. durch die Tür laufen Ja, gehen. hätte ich, aber ich. Was? Ich hab die Tür auch nie auf dem Plan, weißt? Wo kommt der Stein denn jetzt her? Der war da schon immer. Oder der ist da frisch gewachsen. So, und dann fahren wir jetzt zum Laden. Wir fahren jetzt erst noch mal eine Runde. Hirsche gucken. Mal gucken. Musst du tanken? Ja, das können wir dann in einem. Die ist auch hier hinten Ja, lang genau, dann. diese. Ah, da läuft ein Hirsch. Er will bestimmt auch tanken. Weißt du nicht, was Hirsche so tanken? Jägermeister. Ja. Ja, das hatte ich immer in der Werbung gesehen, dass sie das selber trinken. Ja, ich weiß, die eine der etwas nutzlöseren Werbungen. Ah, nein! Habe ich das nicht toll gemacht? Warte. Wenn wir jetzt hier lang fahren, dann sehen wir noch einen Hirsch. Da ist da noch ein Hirsch, ja? Und hier drüben ist irgendwo die. Rechts müsste die sein, da oben, oder? Ja. Oder bin ich jetzt. Oben. Ah, siehst du mal.
rüber. Ching, 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 ching. Voll. Ja. Machst du das immer so? Natürlich. Nicht immer. Einfach wegfahren. Da gibt es ein paar Lackkratzer, aber das macht nichts. Ja, das auch. Wenn dann gleichmäßig, ne? Ja, das sollen ja alle Seiten was davon haben. Ich freue mich schon tierisch auf die Pferde. Ja, das Ich denke ich weiß. mir. Dass du dich auf die Pferde freust, wenn sie dann irgendwann da sind. So, wie viel? Ja, ich weiß nicht. Was haben wir jetzt Geld? So, 2, 7, 2, 5, 7. 1. Ah ja, dann mach doch mal für, weiß nicht, was kosten die immer? 230? Ich habe jetzt 710 insgesamt. Ah ja, dann. Also Geld, was dann weg ist. Ja, da macht auch noch mal so viel. Geh Heißt. doch in den Warenkorb und erhöhe dann einfach. 1,4. Ja, Das ich hört sich denke doch. Naja, schon. das sind dann. Und dann haben wir immer noch 1.300. Radio. Oh, Jazz. Weiß nicht, ob man den hört, aber. Vielleicht ein bisschen. Bisschen so im Hintergrund. Oh ja, Jazz mögen die Hirsche. Bleibt er nochmal stehen? Dann bin ich schon mal mit der Ich Kiste. bin schon, ich hab die Kiste schon. Soll ich dir gleich noch. Oh ja, jetzt geht's ab. Hier, hör. Little Country. Verkaufe gleich? Ja. Ding. Gleich mal wieder 300. Oh, Scheiße. Da war jetzt die Ja. Ah, shit. Ich hab nicht drauf. Entschuldigung. Okay, da müssen wir halt in unseren Apfel beißen. Ich hasse das. Das ist doof, ja. Und wir haben auch noch sehr viel Verlust gemacht. Ja, 1400. Och, Mann. Ich hasse das. Ja, das ist echt mies. Bei manchen Sachen, die kannst du nicht verkaufen. Und manche Sachen verkauft er dann automatisch, weil sie in der Box waren oder sowas. Keine Ahnung. Okay. Okay, dann müssen wir halt unser Geld ausgeben. Ja, dann geben wir es halt aus. Fertig. Oh,
Oh doch, es reicht ja sogar. Um nochmal dasselbe. Ah ja, dann mach aber dann. Also 8 dann... Stück, ne? Ja. 4, 4. Ja. Haben wir halt nur noch irgendwie 200 Batsch. Ja, 218. Aber das kriegt man ja auch wieder rein. Wir machen ja immer noch wieder Käse. Aber ja, es ja, hätte klar, nicht sein müssen. Das hätte nicht sein müssen. Also die. Weiß ich. Die 1100, die wir jetzt sozusagen. Ja, Mann. Sozusagen zum Fenster rausgeschmissen haben. Jetzt wissen wir es auf jeden Fall, dass wir nochmal genauer müssen. Nachgucken. Okay. Oh. Jo. Überschlag. Warte mal, ich muss mal kurz. Aber nee, abkürzen müssen wir doch nicht zur Farm, oder? Nein, mit dem Auto musst du nicht abkürzen. Willst du da jetzt noch abkürzen? Ich kürze schon so ab, die Strecke. Oh Mann, ich hab's wirklich zu spät gesehen. Dass auch der Blauschimmel dabei war. Ja. Passiert. Das nennt man Lernen. Schmerzvolles Lernen. Ja, das ist... Dann weiß man es halt fürs nächste Mal. Melken ist, glaube ich, schon ab 17 Uhr kann man die. Ja, ich gehe mal rein und... Sag's mal hallo. Uiuiui. Was ist? Die Küken sind ja richtig... Jetzt habe ich normalen Käse gemacht. War nicht heute auch Blauschimmel? Ja. Wir haben noch einen, den wir verkaufen gehen können. Wenigstens noch 200 oder sowas wieder. Das Trostpflaster. Ja, aber ich glaube, irgendwann demnächst ist Schlachten tatsächlich eine Idee, weil... Da lag im Weg, ne? Die Schweine. Ja. Ja, vor allen Dingen stehen die Tiere sich auch alle irgendwie gegenseitig dann immer im Weg. Boah. Entschuldigung. Wenn ich das so von außen betrachte, wenn die schon übereinander wieder laufen. Ja, ja. Ah, die sind müsste ja nur noch eine Kuh fehlen, ne? Genau, die hier hinten in der Ecke. So, wie viel Futter haben wir hier drin? Da kann ich ja nochmal auffüllen lassen. Also die brauchen sich gar nicht zu beschweren über Zimmerfutter da. Ja. Komme. Dann könntest du ja nochmal den einen Käse, der da auf dem Boden liegt, noch verkaufen. Fahren. Zumindest halt nochmal für... Ist doch noch Blauschimmel, ne? Wir haben das ja sieht, an dem Tag... Das sieht nach Blauschimmel aus. Haben wir Blauschimmel gehabt im Angebot, glaube ich, ne? Ja. Da bist du ja vorher... Bin ja vorher schon nochmal und hab die 9 abgegeben.
Zack. Ich muss mir machen. Finde ich beinahe die Einfahrt nicht. Kann das passieren? Ich bin diesmal über den Parkplatz von der Bank gefahren. Nochmals vom Autohaus. Ja, das ist doch auch Bank. Bank, Nee, Auto, Au. Immobilie. Hä? Immobilien ist das doch, Ja, oder? steht da nicht groß Bank dran? Keine Ahnung. Prüfe ich jetzt nach. Wir wissen, was da vorne dran steht. Bank. Okay. Williams. Das ist also Dann die. schlafen wir jetzt noch mal, damit hell ist, und dann Schluss. Musst du noch einen Stein mitnehmen? Das Auto auf die Seite legen, damit es auch schlafen kann. Oder so. Hast du mich nicht gesehen, ne? Doch, ich hab dich gesehen. So. Schlafi, oder so. Speichert. Und dann machen wir für heute hier Schluss. Genau. Ja, dann hoffen wir mal, dass es angenehm war zuzuschauen, dass man unterhalten war. Ja, am Freitag geht's hier in Ranch weiter, aber am Mittwoch steht noch der Wimmelbild-Mittwoch an. Da geht's jetzt mit einem weiteren Wimmelbild-Spiel dann weiter, nachdem wir die Ghost Files erledigt haben. Ja, wer wissen will, was und wann wir streamen, kann gerne hier auf den Twitch-Streamplan schauen. Der ist soweit aktuell. Ansonsten am besten auf Twitter folgen, @Calebgurth. Da gibt es nämlich diese Infos auch dann immer relativ zeitnah. Und alle Infos, wenn Streams ausfallen, Sachen sich verschieben oder sonst sich irgendwas ändert. Ansonsten, wer noch mehr sehen möchte, darf gerne auch auf unseren YouTube-Kanal gehen, youtube.com/Calebgurth. Da gibt es nämlich außer unseren bisherigen Streams auch noch viele Let's Play-Videos zu sehen zu Sims, Wimmelbildspielen, Point-and-Click-Adventure und vieles mehr. Ja, einfach mal vorbeischauen, abonnieren, sowas gefällt. Ja, ansonsten wünschen wir noch einen schönen Restmontag. Und ja, bleibt gesund, habt Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss!